Kerzen, Essenz und was wollen sind sie ein diesmal. Verklein der Knipper per Pau passen ich kann Karat. So, jetzt lesen wir hier oben weiter. So. Robin schaut die Frau erschrocken an. Jetzt darfst du berichten. So, ich hatte einen schlimmen Tag. Ich darf nicht raus. Aber das nächste ist, aber wenn ein neuer Tag ist, wenn ich da immer noch nicht raus darf, dann töte ich meinen bösen Papa. Und dann mache ich die Erne kaputt, gehe raus und mache aus der Erne ein Zelt. Da kannst du kein Zelt bauen. Und hab einen Kühlschrank, gehe hinterher einkaufen. Du kannst nicht gehen, du kannst nur meckern. Wenn du die Erna kaputt gemacht hast, wo wohnst du dann? Wo lebst du dann? Im Zelt? Ja, ich baue ein Zelt. Mhm. Ich baue ein Zelt aus der Erna. Und wer fertig, wenn... Ja, bleiben wir mal da hinten stehen. Nino. Was ist denn das für ein Interview? Und wer fertig dann, wenn du den Papa getötet hast? Mein Freund. Mit dem Freund wohnen wir. Der ist ja nicht da. Dann rufe ich ihn an. Hast du die Telefonnummer? Ja. Gut. Ja. Suchen wir uns lieber nicht wieder lieber eine Wohnung? Ja. Ja? Suchen wir uns eine Wohnung? Ja. Nein. Und dann kommt die Frau mit hin. Aha. Dann lassen wir die Frauen auch rein. Ja, und wenn die Frauen nicht wollen? Dann lassen wir die in Wohnmobil. Und wenn der Papa nicht will? Dann lassen wir die in Haus, was wir uns suchen. Das heißt, du willst... Ne, der Papa will ja nicht in ein Haus. Willst du unbedingt in ein Haus? Papa, warte mal. Rino, willst du in ein Wohnmobil oder in ein Haus? In Wohnmobil, aber ich muss diese Tasche hochmachen. Das ist der Sophie, ihre. Lass mal die Finger da weg. Ich guck mal, was die Sophie mal da geschickt. Nee, lass das einmal, sonst machst du es noch kaputt und dann weint die Sophie. Hallo. So, das sieht jetzt kein Einbrecher, das Ball da oben. Rino! Ja. Tschüss! Hat es aber lang gebraucht, bis es checkt, ne? So, was heißt Hausarrest? Gar nichts. Gar nichts. Was meinst du, Rino? Hausarrest heißt, man darf nicht rausgehen. Nee, man darf nicht rausgehen. Hausarrest. Und warum hast du Hausarrest? Weißt du das noch? Hausarrest heißt, man darf. Hausarrest heißt gar nichts. Warum hast du einen Hausarrest? Weißt du das? Wenn ich mich nicht benommen habe. Weißt du aber, warum du Hausarrest hast, Sophie? Das Gleiche, was der Rino gesagt hat. Was hat denn der Rino gesagt? Frech. Was? Frech. Nee, der hat nicht frech gesagt. Der hat sich nicht benommen. Und du warst frech. Frech, vorlaut, oder nicht? Mhm. Besserwisserisch. War ich gar nicht. Nee, du mischst dich nicht in alles ein, ne? Du mischst dich in alles ein, oder nicht? Also. Und deswegen hast du Hausarrest, oder? Okay, und der Papa geht jetzt das mir... Ich will dir was zeigen. Das hat eine richtige Frau in einer Handtasche. Na, wenn du meinst. Steine hat... Moment. So, und jetzt sag mir das nochmal. Du warst nur ein bisschen frech? Ich war nur ein bisschen frech. Und da darf ich rausgehen. Nee, das ist Hausarrest.